dann sieht es wirklich böse aus. Pessimist. Nein, ich glaube eher Realist. Ich will nicht hier rumsitzen und warten. Cruz braucht unsere Hilfe. Wir müssen etwas unternehmen. Eden, komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Hier bist du sicher und Cruz hätte bestimmt was dagegen. Eden, wie können wir das wissen? Indem wir rumsitzen, helfen wir ihm nicht. Also gut, Eden, sollen wir dich begleiten? Ich sagte, ich möchte, dass er im Haus bleibt und damit meine ich alle. Ich muss trotzdem etwas für Cruz tun und leider bin ich auf Hilfe angewiesen, Kelly. Du willst mir widersprechen? Es tut mir leid, Eden. Lass Eden machen, was sie für richtig hält. Das werde ich nicht tun, weil ich es nicht für richtig halte. Danke, Kane. Guten Tag. Wir wollten nur mal an die frische Luft gehen. Tut mir leid, Miss Keppel, es darf niemand das Haus verlassen. Ich halte es hier drin nicht aus, ich brauche Bewegung. Das verstehe ich, aber wir haben Anweisungen von Mr. Timmons. Wollen Sie damit sagen, wir sind Gefangene im eigenen Haus? Nein, Sie wurden unter Polizeischutz gestellt, damit Ihre Sicherheit gewährleistet ist. Bitte machen Sie uns keine Schwierigkeiten. Also sitzen wir hier weiter rum und sehen zu, wie Castillo ihre Beamten an der Nase herumführt, oder was? Muss es denn sein, dass dieser Kerl sich über uns krumm und schief lacht? Ich glaube kaum, dass Castillo im Moment etwas zu lachen hat. Meine Männer jagen ihn, da vergeht ihm das schon. Ich hoffe nur, dieser Mann glaubt es auch. Es wäre nicht schön, wenn sich herumsprechen würde, dass seine Flucht unbestraft bleibt. Was würden Sie im Augenblick unternehmen, Mr. Timmons? Ach, wissen Sie, ich würde Castillo gerne fangen. Darum bin ich hier. Das ist der Grund dafür. Und da wir die Macht des Gesetzes und die Bevölkerung auf unserer Seite haben, verstehe ich nicht, wo das Problem liegen soll. Ich stelle fest, dass Sie etwas ungeduldig sind. Wenn Sie es nicht abwarten können, sollten Sie die Beamten da draußen mal besuchen. Ich nehme an, da kommen Sie sich etwas einbezogener vor. Es wird wohl das Beste sein. Auf jeden Fall besser, als hier rumzustehen. Zentrale, bitte kommen. Hier ist Timmons. Was gibt's? Hier ist Wagen 4, Sir. Hier ist eine verdächtige Person auf einem Pferd. Was sollen wir tun? Was ihr tun sollt? Ihr sollt ihn schnappen. Ich will, dass ihr ihn schnappt. Holt ihn euch unter allen Umständen. Verstanden? Holt ihn euch! Gut, mein Junge. Alles in Ordnung. Mehr zurück, das wär's dann schon. Ist doch viel zu teuer, aber es muss ja unbedingt das Käpfelhotel sein. Haley, ich habe mir etwas dabei gedacht. In der Branche, auf die wir uns dummerweise eingelassen haben, gehört sowas nun mal dazu. Oh ja, ich finde, das macht wirklich gerade jetzt sehr großen Sinn, wo wir versuchen, jeden Penny, den wir haben, in unsere Diskothek zu stecken. Na klar, gerade jetzt. Jake, du verstehst das doch, oder? Oh. Tja, weißt du, TJ, ich bin nicht sicher. Es ist wahrscheinlich sehr... Moment mal, Jake, warte. Leute, also, denkt ihr, ich mache das alles hier, weil es mir Spaß macht? Glaubt ihr im Ernst, dass ich scharf bin auf diesen Luxus? Wenn es nach mir gehen würde, könnte ich ein Lagerfeuer machen und draußen schlafen. Aber ich kann mir vorstellen, das hier beeindruckt Geschäftsleute mehr. Wenn ich sie auf meine Seite ziehe, geht alles wie geschmiert. Okay? Ein Mensch wird heute nicht mehr danach beurteilt, was er kann, sondern nur danach, wie er sich gibt. Und das werden wir nicht ändern, also machen wir ein Powerlunch und besprechen die ganze Sache. Powerlunch? Ja. Das ist Managersprache, das gibt's schon ewig. Ich rede über ein Geschäftsessen für uns drei. Es ist mir völlig egal, was ein Powerlunch ist. Um es nochmal klarzustellen, du bist hier nur eingezogen, weil deine Geschäftspartner beeindruckt sein sollen? Exactement. Okay? Also gut. Ich werde mir erstmal frische Klamotten anziehen. Macht es euch ruhig so lange gemütlich. Bedient euch und wenn ihr irgendwas nicht findet, bestellt es euch. Anruf genügt. Und tut mir einen Gefallen. Entspannt euch. Ja? Alles klar. Warum musst du ihn schon wieder angreifen? Du könntest ruhig freundlicher sein. Was? Jake! Jake, er ist nicht wegen der Geschäfte hier eingezogen. Ich glaube kaum, dass er hier Geschäftsleute sieht. Ted und Laken wohnen einen Flur weiter. Der setzt sich doch die ganze Zeit vor ihre Zimmertür und jault, weil Laken ihn beachten soll.
Haley, selbst wenn das wahr ist, sollte uns das nicht kümmern. Findest du nicht, dass Laken alt genug ist und du weißt, was genau, dass ich mir um Laken keine Sorgen mache. Ich finde es nur Ted gegenüber unfair. Sag mal, warum machst du dir neuerdings wieder Gedanken um Ted? Das verstehe ich nicht. Weil es angebracht ist, sich über jeden Sorgen zu machen, der irgendetwas mit Laken Lockridge zu tun hat. Könnt ihr mal aufmachen? Bin schon unterwegs. Wenn man vom Teufel spricht. Tja, tut mir leid, wenn ich störe. Ist TJ da? Oh ja, TJ. Er wollte sich gerade etwas Frisches anziehen. Kommen Sie rein. Oh, ich muss unbedingt mit jemandem reden. Ich kann auch gar nicht fassen, was heute auf der Hochzeit passiert ist. Habt ihr davon gehört? Ja, wir wissen Bescheid. Das ist einfach nicht zu glauben. Es gab eine Menge Zeugen, die alles mit angesehen haben. Und als die Polizisten dann mit gezogenen Revolvern losrannten, dachte ich, es gibt ein Blutbad. Cruz ist davongekommen, haben Sie in den Nachrichten ja, gesagt. Ja, ist er auch. Wo ist Ted? Ted, er wollte in die Berge, um Cruz dort zu suchen. Ist eigentlich jemand verletzt worden? Nein, aber das grenzt beinahe an ein Wunder. Hey, welch ein Glanz in meiner Hütte. Wie komme ich zu der Ehe? Hallo, TJ. Wo sind Sie denn jetzt? Ich fahre direkt in Richtung Küste. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Bis jetzt noch nicht. Was ist bei Ihnen los? Nichts Besonderes. Wir kommen hier nicht weg. Wir stehen unter einer Art Hausarrest. Ich werde mich wieder an einen Streifenwagen ranhängen. Ich kann Ihren Funk abhören. Aber wir werden wohl gleich den Kontakt zueinander verlieren. Die Reichweite von dem Gerät ist zu gering. Dann sind Sie ab jetzt auf sich gestellt. Halten Sie sich an unseren Plan. Verstanden. Over und out. Gut, dass Pearl da draußen ist. Er kann ihm helfen. Mir wäre lieber, wenn ich an seiner Stelle wäre. Gibt es denn keine Möglichkeit, die Wachen zu überlisten? Das würde ich nicht versuchen. Es ist viel zu riskant. Sie könnten uns in dem Glauben lassen, dass wir sie abgehängt haben, damit wir sie geradewegs zu Cruz führen. Wir müssen abwarten. Moment, Kane, ich habe eine Idee, wie wir das Haus verlassen können, ohne dass sie bemerken, dass wir weg sind. Wie willst du das anstellen? Durch den Tunnel. Wir können durch den Tunnel gehen. Wieso sind wir nur nicht früher draufgekommen? Von seiner Existenz weiß niemand außer uns. Sie können uns nicht folgen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Daraus wird nichts. Nach der Explosion ist er nicht überprüft worden. Ich bin mit Kelly schon unten gewesen. Es ist nicht so gefährlich, wie es aussieht. Es wäre ein Versuch wert. Ich denke da anders, Kane. Was soll das? Als Cruz damals runter wollte, hattest du auch nichts dagegen. Weil wir ihn damals nicht benutzen wollten, um rauszukommen. Wir brauchten nur ein gutes Versteck, weiter nichts. Das ist was ganz anderes, als wenn man den Tunnel bis zum Ende durchqueren will. Wir versuchen es. Ihr unterlasst das, weil es viel zu gefährlich ist. Das ist mein letztes Wort, meine Liebe. Er hat recht. Wir können nicht abschätzen, wie groß die Einsturzgefahr ist. Also, was ist? Trägst du mich? Oder bin ich dir vielleicht zu schwer? Wir könnten es versuchen. Mom, das ist die einzige Möglichkeit für uns. Und Keith weiß nichts von dem Tunnel. Wir rufen Lionel an. Er könnte uns auf halbem Weg entgegenkommen. Macht euch keine Sorgen, bitte, Mom. Ich finde das nicht gut. Aber ich muss etwas unternehmen. Wenn ich ihm helfen kann, fühle ich mich besser. Ich muss es tun. Ich suche Ihnen etwas zum Anziehen raus. Danke. Hoffentlich ist Lionel zu Hause. Pass bloß auf, was du sagst. Wenn sie euer Telefon abhören, sind wir geliebt. Ja, ich weiß, ich schaff das schon. Das Ganze ist eine tolle Idee. Ich weiß, dass es klappen wird. Keith wird denken, dass er uns unter Kontrolle hat. Und wir werden einfach verschwinden. Also heute sind die Neuigkeiten keine guten Neuigkeiten. So sagt man doch, oder etwa nicht? Ja, aber kluge Sprüche helfen uns jetzt auch nicht weiter. Ja, ich weiß. Ich würde am liebsten irgendwas unternehmen, um Ihnen zu helfen, aber ich weiß nicht, was ich tun könnte. Oh nein, das lässt du schön sein. Nicht mein frisch gebackener Ehemann. Du musst nicht zwischen Tränengasgranaten und Gewehrkugeln umherspringen, um mir was zu beweisen. Ganz im Gegenteil, für das nächste halbe Jahr verlange ich, dass du nicht von meiner Seite weichst. Und falls es danach mal dazu kommen sollte, dann sicher nicht länger als eine Stunde. Wir sind jetzt nämlich verheiratet. Und damit sind wir eins. Ich glaube, der Priester meinte das nicht wortwörtlich, obwohl es so klang. Okay. Bist du sicher? Außerdem würde ich dir bestimmt bald auf die Nerven gehen, wenn wir ein halbes Jahr lang ununterbrochen zusammen sein würden. Nein, du würdest mir nie auf doch, die Nerven gehen. Doch, sowas kann passieren. Ich weiß, wovon ich rede. Könnte es sein, dass du dir nicht sicher bist? Hm. Sag schon. Nein, natürlich nicht. Irgendwas hast du aber. Befürchtest du, dass wir uns gleichgültig werden könnten, nur weil wir jetzt verheiratet sind? Kelly, du musst mir eins versprechen. Was denn?
Versprich mir bitte, wenn wir jemals Probleme bekommen, dann... Wir haben keine Probleme. Falls es dazu... Niemals. Kelly! Jeffrey! Ich habe ein ernstes Anliegen, nein, verstehst du? Nein, du hast Wahnvorstellungen, nichts weiter. Du wirst mit mir an unserem Hochzeitstag nicht darüber diskutieren. Du musst erst mal wieder positiv denken. Du machst unsere Ehe so klein, wenn du schwarz siehst. Und das will ich nicht nochmal erleben. Kelly, hör zu. Falls irgendwann mal eine Unstimmigkeit auftritt, ich habe nicht gesagt, dass es dazu kommt, aber wenn... Wenn es so ist, dann möchte ich, dass du zuerst zu mir kommst, um mit mir darüber zu sprechen. In Ordnung? Lass bitte deine Eltern oder irgendjemand anderen da raus. Das ist unser Leben. Wir müssen zusammenhalten. Wir sind eins, wie du gesagt hast, und niemand kann uns vorschreiben, was wir tun oder lassen sollen. Kann ich dir auch was sagen? Du bist die Einzige, wirklich die Einzige. Küss mich. Was ist mit Ihnen, Shelby? Haben Sie was da oben? Nein, der Gesuchte ist uns in den Berg entwischt. Wir haben keinen Sichtkontakt mehr. Na, sieh doch mal einer an. Bonnie und im Kleid. Wir wollen bei der Suche helfen, Keith. Wer sind Sie? Mason Capwell. Und das hier ist meine Kollegin Julia Wainwright. Wir sind die offiziellen Anwälte von Cruz Castillo. Jetzt sind die Anwälte schon da, bevor wir einen Gefangenen haben. Spielen wir verkehrte Welt oder was? Oh, nein, 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 Sheriff. Die beiden haben ihn im Prozess verteidigt. Warum sollten sie jetzt nicht bei der Suche dabei sein? Wir wollen doch sicher gehen, dass wir keine Bürgerrechte verletzen, wenn wir den Herrn zum letzten Mal festnehmen. Gut, wenn Sie nichts dagegen haben, von mir aus. Aber Sie dürfen mir nicht im Wege rumstehen. Oh, keine Sorge, Sheriff. Wir werden Ihnen keine Schwierigkeiten machen. Kein Problem. Gut, machen wir uns auf den Weg. Sie lassen Ihr Auto hier. Folgen Sie mir bitte, Mr. Timmons. Mit Vergnügen, Sheriff. Schon ist gut. Hörst du nicht? Ich möchte, dass du mich runterlässt. Ich brauche keine Pause. Bitte lass mich runter. Ich möchte mich eine Minute ausruhen. Stehst du richtig? Du kannst loslassen. Loslassen? Kannst du alleine stehen? Ich werde verrückt. Du kannst doch richtig stehen. Du kannst ganz alleine laufen. Oh ja, das kann ich. Ich habe heimlich ein bisschen trainiert. Das ist fantastisch. Das erinnert mich an unsere gemeinsame Zeit in den Bergen. Ich habe wieder Gefühle in den Beinen. Ich habe nur nicht darüber gesprochen, bevor ich ganz sicher war. Also habe ich heimlich geübt und wie du siehst, kann ich wieder laufen. Ich bin begeistert. Eden! Lionel! Seit wann kannst du wieder stehen? Oh. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr es nicht weitererzählt, bitte. Ich verspreche es dir. Ich gratuliere dir, Eden, das Danke, ist unglaublich. Danke, Lionel. Wie wird Cruz reagieren, wenn er mich vor sich sieht? Eden, du darfst dich nicht gleich überanstrengen, sonst könntest du einen Rückschlag erleben und alles wieder verlieren. Du musst sehr vorsichtig damit umgehen. Ich werde ein Stück allein gehen und wenn ich nicht mehr kann, dann trägst du mich wieder. Gut, wenn du es so willst. Wie sieht's aus? Kommen wir durch? Der Rest des Weges ist wirklich ein Kinderspiel. War die Polizei schon bei Ihnen? Nein, von mir wollten sie nicht. Worauf warten wir noch? Was habt ihr eigentlich vor? Warum habt ihr das Haus verlassen? Wir wollen zu Cruz. Was ist denn jetzt los? Bleiben Sie gefälligst im Wagen. Wir wollen eingeweiht werden in aller Einzelheiten. Das entscheide ich. Sie wollten doch, dass wir mitkommen. Das war wahrscheinlich ein grober Fehler. Wenn Sie mir in die Quere kommen, laufen Sie zurück nach Santa Barbara. Wie sieht's aus? Sie haben frische Hufspuren gefunden. Er reitet wahrscheinlich in den Red River Canyon. Na und, damit kann ich nichts anfangen. Sackgasse. Das ist sozusagen eine natürliche Falle. Genau da wollen wir ihn haben. Schickt den Hubschrauber los. Rechtzeitiges Erscheinen sichert eine gute Schussposition. Kommt ihr mit? Machen Sie schon.
Das war eng, mein Freund. Sieht aus, als geben Sie auf, was? Zumindest für ein Weilchen. Und ab geht's. Vom Helikopter wird gemeldet, dass Sie einen Verdächtigen im Planquadrat 4 gesehen haben. Ist dort jemand in der Nähe? Achtung, Zentrale, bitte kommen. Hier ist Williams. Die flüchtige Person wurde von uns einwandfrei identifiziert. Er ist jetzt in Sektor 7. Ich wiederhole, Sektor 7. Wir verfolgen ihn weiter. Over. An alle Einheiten. Der Flüchtige wird im Sektor 7 von einem Streifenwagen verfolgt. Alle Einheiten unverzüglich zum Sektor 7. Wohl nicht wahr sein! Sie haben doch gesagt, dass wir ihn sicher in der Falle haben, hä? Da kommt normalerweise keiner hoch. Normalerweise? Du bist ja nur von Idioten umgeben. Damit meine ich auch Ihre Männer, Sheriff. Sie sind sogar zu blöd, eine Geisha in Tokio zu finden. Ach, Scheiße. Und was Sie beide angeht, Julia und Mason, Sie können hier auf Ihren Mandanten warten. Vielleicht kommt er ja doch noch mal vorbei. Können Sie einen Gruß von mir bestellen? Was? Sie können uns doch nicht einfach hier so zurücklassen! Wie ich das kann, werden Sie sofort merken. Fahren Sie, Sheriff! Timmen! Das können Sie nicht machen! Warten Sie! Lassen Sie uns rein! Machen Sie die Tür auf! Sie werden uns hier nicht sitzen lassen! Ist das ein Scheißkerl? So ein Scheißkerl! Sieht aus, als müssten wir hier draußen die Nacht verbringen. Das muss ganz natürlich wirken, locker. Dann musst du mir erst mal sagen, was ich machen soll. Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Für sowas braucht man ein Drehbuch. Ein Tag im Geschäft und schon hat sie Star-Allure, die Kleine. Na gut, du bist die Hexe des Nordens, des Südens, des Ostens und des Westens. Und du suchst Dorothy. Das sind ja 4 Rollen, da müssen wir erst mal über die Gage sprechen. Ja, na gut, vergiss das alles. Wir machen ein Interview. Wie wär's, wenn du uns jetzt etwas über das Ereignis des Tages, die Capwell-Hochzeit, erzählst? Wieso interessiert dich das? Stimmen Sie uns zu, dass die Hochzeit nur ein Vorwand war, damit der gefangene Castillo aus dem Gefängnis freikommt? Nein, es war kein Vorwand. Die Hochzeit war lange geplant und sie war auch sehr schön. Da kann man mit leben. War nicht schlecht. Weiter so, Baby. Das wird ein schönes kleines Interview. Ich werde es mein Dinner mit Lake nennen. Dankeschön, alles klar. Ja, mach so weiter. Weiter womit? Du musst einfach weitermachen, Kleines. Ja, du hast doch bestimmt was von der Hochzeitstorte mitgebracht. War da eine Feine drin versteckt? Und jetzt können Sie mit uns eins der attraktivsten und schillerndsten Paare der Saison kennenlernen. Mr. und Mrs. Beast. Man sagt, dass sie sich zum ersten Mal auf einer Plakatwand getroffen haben. Ich weiß gar nicht, warum ich hier so rumschreie. Verraten Sie mir eins. Entspricht es den Tatsachen, dass das Einzige, was Sie im Dschungel tragen, ein Parfum ist, das Sie Beast nennen, für 500 Millionen Dollar die Flasche? Das kann ich bestätigen. Darf ich vorstellen? Das ist Jane. Nun ja, wir sind sehr einfache Leute. Wir schwingen uns gerne an Samtwagen durch die Nachtclubs und landen zwischendurch bei den Gästen auf den Tischen. Wir sprengen Partys und treiben die Leute in den Wahnsinn. Ja, so ist es, so ist es. Sie können sicher sein, dass diese Herrschaften vor nichts zurückschrecken. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden. Und ich rate Ihnen, dass Sie auf keinen Fall vergessen, eine der besten Adressen in Santa Barbara zu besuchen, den Dschungel, wo Sie das Doppelte von dem ausgeben, was Sie verdienen. Todsicher. Ich finde, du solltest es nicht übertreiben. Das verschreckt die Leute, findet ihr nicht? Ach was. Spaß muss sein. Ich habe da noch ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich als Snob auftreten soll oder als Durchschnittsbürger. Was meint ihr? Hey, zeig mal, das ist unsere erste Anschaffung, ja? Was kostet die? Ein paar Millionen Dollar, hm? Na ja, wenn ich ehrlich bin, noch etwas mehr. Jedenfalls wette ich mit dir um jeden Preis. Mit dem Ding werden wir im Club eine Menge Spaß haben. Bist du wirklich überzeugt, dass solche Spielereien dort gefragt sind? Aber sicher bin ich das. Die Menschen sind nun mal scharf drauf, sich im Fernsehen zu sehen. Und wir geben ihnen, was sie wollen. Und wenn das Volk verlangt, dass man dich hängt, dann geben wir ihm auch das. Nun ja, wir müssen lernen, irgendwo Grenzen zu ziehen. Nicht wahr? Nicht übertreiben. Verstehst du, dass das nicht so einfach für mich ist? Ich bin doch beunruhigt, weil Ginas Startkapital abnimmt und abnimmt, obwohl wir noch nicht einmal einen Mietvertrag haben. Haley, was soll das? Vertrau darauf, dass es funktioniert. Wir werden den Laden so zurechtmachen, dass er absolut in ist. Die Leute werden Schlange stehen. Wenn wir solche Gags einbauen, dann geht das rum wie ein Lauffeuer. Damit werden wir so erfolgreich sein, dass wir gar nicht wissen, was wir mit all dem Geld anfangen sollen. Vertraut mir. Ich vertraue Ihnen. Ja, natürlich ist Miss Capwell hier, aber sie ist nach oben gegangen, um sich etwas auszuruhen. Ich will sie nicht stören. Ich tue es ungern, aber ich muss mich überzeugen, dass sie da ist. Mister, das kann nicht Ihr Ernst sein. Ich sagte doch schon, es geht dir nicht gut.
Ich möchte niemanden belästigen, aber ich möchte auch nicht meinen Job verlieren. Und deswegen werde ich jetzt alles kontrollieren. Hallo, Officer. Darf ich Ihnen einen Tipp geben? Also, wenn Sie Miss Capwell unbedingt sehen wollen, dann müssten Sie da hinten hingehen. Von dort aus werden Sie genau sehen, dass sie da oben sitzt. Ja, das ist gut. Es reicht, wenn ich sie gesehen habe. Danke. Oh Mann, das war meine Rettung. Das ist zwar Kelly, aber das macht ja nichts. Ich weiß. Aber er kann ja nicht wissen, dass er für mich da ist. Woher wissen Sie das? Ich habe Eden und Kane gerade durch den Tunnel geleitet. Jedenfalls scheint der Officer zufriedengestellt. Das will ich hoffen, sonst hätte er bestimmt Alarm geschlagen. Na, wen haben wir denn da? Das ist bestimmt kein gutes Zeichen. Was wollen Sie hier, Lionel? Sie führen doch irgendwas im Schilde. CC, versuchen Sie doch erstmal zuzuhören. Und reden Sie nicht einfach drauf los, wenn Sie es später nicht bereuen wollen. Ich höre. Ja, also ich überlasse Ihnen hier etwas, wenn auch nur vorübergehend. Sie möchten doch sicher Kontakt mit Eden halten. Das ist ein Funktelefon und kann im Gegensatz zu Ihren Geräten nicht abgehört werden. Wie soll ich das verstehen? Sie kommen her, um mir einen Gefallen zu tun? Ja. Ja, ich führte Eden und Kane ein Stück durch den Tunnel. Sie hatten mich gebeten, Ihnen dabei zu helfen. Das haben Sie getan? Ja. Wenn eine junge Frau mich um etwas bittet, dann tue ich es auch. Was hat sie Ihnen versprochen, Lionel? Sie, es gibt Situationen, da ist man zufrieden, jemandem zu helfen. Das ist Ihnen völlig fremd, aber es gibt auch andere Menschen. Ich glaube, ich muss mich tatsächlich bei Ihnen bedanken. Sie müssen sich bei mir nicht bedanken. Ich weiß, dass mich keiner dazu zwingen kann. Ich möchte es gern. Danke. Ich war manchmal ungerecht zu Ihnen. Nicht oft, aber ich war es. Wenn Sie das sagen, fasse ich das als großes Entgegenkommen auf. Na, jedenfalls danke. Danke. Also, wenn das so ist, freue ich mich. Wir übernachten also hier draußen im Freien, ja? Ja, in einem Reisebericht habe ich mal gelesen, wenn Sie Sinn für Romantik haben, dann wird es Ihnen gefallen. Das Feuer habe ich angekriegt. Großartig. Wenn wir jetzt noch die Weinkarte kriegen könnten, wären wir zufrieden, stimmt's? Also, mir macht es bestimmt nicht mehr Spaß, als dir hier rumzuhängen. Machen wir das Beste draus, wir kommen nun mal nicht weg. Julia, unter diesen Umständen musst du nicht versuchen, witzig zu sein. Es klappt sowieso nicht. Entschuldigung. Ich stelle mir immer wieder vor, wie ich Timmons an die Gurgel gehen werde. Hab keine Angst. Die fressen selten Menschen. Danke. Und denkst du, dass er uns noch abholen kommt? Keine Chance. Und was machen wir jetzt? Na ja, wir könnten jetzt trotz der Dunkelheit losgehen und einen Weg suchen. Aber da wir weder Kompass noch Karte haben, werden wir uns spätestens in einer halben Stunde verirrt haben. Ich denke, dass wir am besten beraten sind, wenn wir hier schlafen. Wir müssen warten, bis es hell wird. Samantha wird das nicht gefallen. Es muss schön sein, jemanden zu haben, der einen wirklich vermisst und nicht einfach nur in Wut gerät, weil man nicht da ist. Weißt du, Mason, ich habe den Eindruck, dass du die Gefühle von Victoria nicht richtig verstehst. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, seit wann du ihr Verteidiger bist. Sieh die Jacke aus, hat sie dich gebissen? Ich weiß es nicht. Oh, gib her, lass mich nachsehen. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was Schlangen bissen. Ich muss die Wunde aussaugen. Ich spüre nichts. Los, zeig her, zeig her. Kannst du was sehen? Zu sehen. Das ist fast unmöglich. Jetzt merke ich, was mir das Leben wert ist. Es war die Jacke, da konnte die Schlange nicht durch. Ja, da kann ich mich bei dem Hersteller bedanken. Ich werde ihm das schreiben. Ja. Du hättest tot sein können. Ich weiß, Julia. Ich hatte wahnsinnige Angst. Ging mir auch so. Hallo, Cal. Haben Sie was gesehen? Nein, ich habe die ganze Zeit aufgepasst, aber hier war nichts los. Na gut. Cal, das ist Eden Capwell.
Freut mich sehr. Ich habe Ihr Bild schon mal in der Zeitung ganz gesehen. Ganz meinerseits. Kerl ist Fischer. Er arbeitet schon sein ganzes Leben lang. Ja, ich habe mein Auskommen. Also, vielen Dank für Ihre Hilfe. Oh, danke. Zu. Na gut, dann sehen wir uns morgen. Mr. Kane, schlafen Sie gut, junge Frau. Gute Nacht, danke. Danke. Dieser Platz ist fantastisch. Wir können den Strand überblicken und dort ist die Stelle, von wo aus Cruz zur Grotte gelangen kann. Ja, darum sind wir ja hier. Das hast du gut organisiert. Danke. Wenn Cruz nachher kommt, werde ich jetzt mal ein Stündchen spazieren gehen. Dann habt ihr etwas Zeit für euch beide. Hoffentlich kommt er hierher. Bis jetzt ist er noch in den Bergen. Für die Nacht verdoppelt sie die Anzahl der Leute und sie holen mir diese Bluthunde aus Ventura County ran. Sie müssen ihn kriegen, verstehen Sie? Schießen Sie auf ihn, wenn es sein muss. Wehren wir, mein Freund. Mal sehen, ob ich hier für dich was zum Fressen auftreiben kann. Also schlaf gut. Gute Nacht. Ach was, das Treppenhaus ist abgeschlossen. Wir kommen hier nicht raus. Wir warten hier. Was? Ich warte doch nicht in einem brennenden Hotel. Dann springen wir eben aus dem Fenster. Wir sind im 8. Stock, wenn du da wirklich raus willst, ohne mich. Dann müssen wir eben Handtücher nass machen, damit wir durch die Halle kommen. Oh es ist Mann, noch nicht zu spät. Das wird sowieso nichts. Ich habe gar keine frischen Handtücher, weil der Zimmerservice heute noch nicht was da war. Ist? Wovon sprichst du überhaupt? Ich glaube, ich spinne. Was ist? War das etwa ein dummer Witz von dir? Ich geb's zu, es war nicht besonders originell. Das darf doch nicht wahr sein! Es gefällt mir, wenn du dich so aufregst, Kleines. Weißt du, was passiert, wenn die Leute in Panik geraten? Sie haben Angst davor, nicht rauszukommen. Was? Die wissen inzwischen längst Bescheid. Es war falscher Alarm. Die haben das schon längst vergessen und kuscheln hübsch in ihren Betten. Das wäre ein schöner Satz für dein Grabstein. Inzwischen wissen wir, es war nur falscher Alarm. Blake, soll ich dir was sagen? Es war überhaupt kein falscher Alarm. Es brennt hier drin für dich. Ach, tatsächlich? Du wirst dich wohl nie ändern, TJ. Würde dir das etwa gefallen? Wir werden schon sehen. Tut mir leid, dass euch die Hochzeitsnacht zu verdorben ist, Kinder. Daddy, mach dir keine Sorgen um uns. Wir haben sie uns zwar anders vorgestellt, aber im Augenblick geht es darum, dass Cruz außer Gefahr ist. Ihnen in Sicherheit zu wissen, wäre das schönste Hochzeitsgeschenk, das wir uns wünschen könnten. Hoffen wir, dass es bald soweit ist. Wollt ihr nicht mit nach nebenan kommen und eine Tasse Kaffee trinken? Wir ziehen uns zurück, wenn ihr nichts dagegen habt. Also, wir haben nichts dagegen. Ich wollte noch Danke sagen. Danke. Danke für alles, was ihr heute für uns getan habt. Es war wunderschön. Ja, wirklich. Wir schulden euch einen Hochzeitsempfang und den werdet ihr bekommen, sobald es geht. Da könnt ihr sicher sein. Ich bin gespannt. Träumt was Schönes. Gute Nacht. Nacht. Sissi, du hast ja vorhin mit Lana geredet. Er hat mir ein Funktelefon gebracht, damit wir nicht abgehört werden. Das war sehr anständig von ihm. Dass du ihm die Hand gegeben hast, war auch sehr anständig. Ich habe mich selbst darüber gewundert. Für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl, die Wunden würden heilen und man könnte den Streit für immer begraben. Du kriegst das fertig, wenn du willst. Gilt das auch für uns? Können wir unsere Unstimmigkeiten nicht auch begraben, oder? Für mich ist die Spannung unerträglich. Ich halte das nicht mehr aus, wenn das noch lange so weitergeht. Mir gefällt es auch nicht. Dann hören wir doch auf damit. Wir schieben den Ärger beiseite und versöhnen uns. Warum denn nicht? So einfach ist es nicht. Doch, es ist so einfach.
Du musst es nur zulassen, dann ist nichts einfacher als das. Du darfst es mir glauben. Wenn es wirklich dazu kommen soll, werden wir dazu sehr viel Zeit brauchen, Sissy. Wie viel Zeit verstreichen wird, das liegt ganz bei dir. Du musst doch zugeben, dass unsere Hochzeit einmalig war. Darauf trinke ich mit dir. Ob sie ihn gefunden hat, was meinst du? Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Ich würde mich freuen, wenn sie zusammen sind. Ja. Liebling? Mhm. Ich wollte dich noch etwas fragen. Aha, gerade verheiratet und schon geht's los. Nein, es ist nur eine Frage. Du hast mir gesagt, dass du einverstanden bist, die Hochzeitsreise zu verschieben. Aber es könnte nun mal länger dauern. Wärst du bereit, die Flitterwochen aufzugeben, wenn es dazu kommen sollte? Ja, ich habe nachgedacht. Ja? Wir hätten nichts davon. Wir würden uns auf der ganzen Reise nur Gedanken machen, was hier wohl vor sich geht. Du bist wundervoll. Ich weiß. Das wusstest du? Danke. Du bereust es noch nicht, dass wir verheiratet sind? Bis jetzt scheint es dafür keinen Grund zu geben. Tust du mir einen Gefallen? Also doch. Welchen? Halt mich fest. Das wäre der zweite. Das wäre schon der zweite Gefallen heute Abend. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, Sir? Oh ja, Sheriff. Ich bin sicher, dass Sie mir weiterhelfen können. Ich habe mich nämlich gerade total verirrt. Ja, ich kenne mich hier oben überhaupt nicht aus. Ich suche einen Highway. Den Highway 192. Tut mir leid, wir können Ihnen nicht helfen. Bei uns ist gerade ein Krimineller aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ich habe hier eine Menge zu regeln. Also, wenn das so ist, möchte ich Sie nicht abhalten. Lassen Sie nur. Gehen Sie ruhig wieder an Ihre Arbeit. Mir bringt es schon viel, wenn ich mir nur mal die Karte ansehen darf, ja? Oder hätten Sie was dagegen? Nein, seien Sie bloß vorsichtig, dass Sie mir keine Nadeln berühren. Das sind wichtige Markierungen. Um Gottes Willen, gar keine Frage. Aber seien Sie bloß vorsichtig. Da können Sie ganz beruhigt sein. Haben Sie was dagegen, wenn ich mir eine Tasse Kaffee nehme? Es war ein anstrengender Tag, wissen Sie? Na ja, bedienen Sie sich nur, bitte, bitte. Nehmen Sie auch einen Schluck? Nein, danke. Nein? Soll ich Ihnen mal was sagen? Hier oben ist das Leben sehr viel ruhiger als bei uns. Ist das nicht ein bisschen langweilig? Nein, jedenfalls nicht, wenn der Suchaktion läuft. Der Kerl, den wir suchen, ist wirklich gefährlich. So, ist er das? Ja. Hoffentlich ist er nicht ausgerechnet auf dem Highway 192, denn ich möchte ihm nicht unbedingt begegnen. Nein, davon ist er weit entfernt. Ich zeige es Ihnen hier auf der Karte. Sehen Sie, diese Nadel habe ich zuletzt eingesteckt. So ist das ist der Ort, wo er zuletzt gesehen wurde. Hier drüben, ja? Ja, genau, da, das wo die Nadel gut, steckt. Das ist wirklich gut. Durch das System mit den Nadeln wissen Sie irgendwann ganz genau, welche Richtung er einschlagen will. Das ist genial. Ja, das ist genial. Kann mir jemand sagen, wann hier Feierabend ist? Ich werde schon rechtzeitig Bescheid sagen. Zentrale! Ich glaube, Sie werden da... Entschuldigen Sie. Hallo, Zentrale. Ich gebe Sie an alle durch. Sie sollen warten. Ich höre. Bitte wiederholen Sie. Ach, sehen Sie nur, was ich getan habe. Ich bringe das hier doch nicht zu fassen. Ich mach das schon wieder. Nein, sauber, nicht! Lassen Sie doch die Nadel in Ruhe! Bitte lassen Sie das! Oh nein, was für ein Ärger. Sie wissen, dass mir das über alle Maßen leid tut. Ich habe das wirklich nicht gewollt. Los, hauen Sie ab, Mann! Können Sie sich nicht vorstellen, was ich für einen Ärger bekommen werde? Hey, sagen Sie mal, was ist denn das? Die Karte mit den Markierungen. So gehen Sie mit meiner Karte um? Das war ein Versehen, Sir. Und wo sind nun unsere Markierungen? Wo? Na hier, Sir. Kein Wunder, dass wir ihn da nicht finden. Keine Angst, ich beschütze dich schon. Mit Kojoten sehr gut aus. Mit Raubtieren ganz allgemein. Wissen die das? Julia, bitte sei jetzt vernünftig. Ich übernehme die erste Wache. Geh in deinen Schlafsack. Nichts, was mir lieber wäre. In dem Schlafsack wird mir bestimmt nichts gefährlich werden. Es geht schon. Kann ich dir irgendwie helfen? Das ist ja auch gar nicht verklemmt. Ist es gut so? Ja, es ist gut.
Manchmal muss eben doch ein Mann zufassen. Kann schon sein. Gute Nacht. Wenn du willst, erzähle ich dir eine Geschichte. Oder ich sag dir ein Gedicht auf. Nein, vielen Dank. Den Erlkönig würde ich bestimmt noch zusammenbekommen. Der geht zu Herzen. Beim nächsten Mal vielleicht. Ich glaube kaum, dass es ein nächstes Mal geben wird. Sowas kommt bei mir nicht alle Tage vor. Ich denke, dass ich mich morgen dafür hassen würde. Also, gute Nacht. Können wir ihn nicht finden? Kann mir das einer sagen? Wir haben doch Spezialhubschrauber und wir haben Raketen, die bis sonst wohin schießen. Wir sind im Nuklearzeitalter und trotzdem können wir so einen kleinen, lausigen Verbrecher nicht finden. Sie wissen genau, dass wir tun, was wir können. Wir decken ein riesiges Gelände mit so wenig Leuten ab und wir können nicht überall sein. Eins verspreche ich Ihnen, Sheriff. Entweder Sie finden den Mann oder ich mache Sie persönlich dafür verantwortlich. Ich hoffe, Sie hören zu und ich hoffe, Sie glauben mir, weil Sie sonst nämlich Ärger bekommen. Verstehen Sie? Dazu muss es nicht kommen, Mr. Timmons. Wer bitte ist das denn? Ich bin der Mann, den Sie brauchen, Mr. Timmons. Ist das vielleicht ein Witz oder was? Keinesfalls. Sie haben einen Flüchtling, der ins Gefängnis soll. Und wenn Sie mich beauftragen, bekommen Sie ihn. Ich bin Kopfgeldjäger. Wirklich, Mr. Timmons? Und zwar der Beste. Er hat schon für uns gearbeitet. Wenn ihn einer fängt, dann er. Wenn er wirklich so gut ist, werden wir ihn auch einsetzen. Warum ist er noch nicht draußen? Ich bin nicht billig. Wir müssen uns noch über den Preis einigen. Oh, dann erwähnen Sie doch mal einen ungefähren Preis. 5.000. Dann bringe ich ihn Castillo verwundet zurück. Wenn er tot sein soll, erledige ich auch das. Oh, heutzutage ist sowas unmöglich wegen der politischen Verwicklung. Nicht, wenn ich sage, dass er sich der Verhaftung widersetzt hat und dabei bleibe. Das kostet dann 10.000. Also der Junge ist lustig. Wer hat so ein Budget? Was ist denn? Wir warten schon 2 Stunden und immer noch kein Zeichen. Er wird kommen. Woher wissen wir, ob er es bis zum Strand schaffen wird? Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Nach dem, was ich über Funk gehört habe, haben sie ihn bereits vor Stunden verloren. Und jetzt in der Nacht wird es für ihn viel leichter sein. Pass einfach weiter auf und ich überwache den Funk. Und sollten sie ihn geschnappt haben, wir sind noch nicht am Ende. Was könntest du tun? Das weiß ich noch nicht, aber mir wird schon was einfallen. Wenn sie ihn verhaften, dann kriegen sie es mit mir zu tun. Komm her. Tut mir leid, dass wir so schnell wieder aufbrechen, aber ich muss, sonst riskiere ich Kopf und Kragen. Komm, wir suchen jetzt das Meer.